Herzlich willkommen zu Beach oder Bares, der neuen Dating-Show, die einfacher zu erklären ist als ein Toast-Hawaii-Rezept. Ich habe Single Matthias zum Flughafen gebracht und der wartet dort auf Blind Date Tabata. Die steigt gleich zu mir ins Auto und fährt mit mir zum Flughafen. Und dort muss sie sich entscheiden, nehme ich 500 Euro Cash oder fliege ich in den Traumurlaub mit Matthias. So, wo ist sie jetzt? Ah, da vorne steht sie. You were greater than magic. Hello! Hi! Hi, schön dich kennenzulernen. Ich bin der Basti. Hi, Tabata. Hi. Sehr schön, dann fahren wir los zum Flughafen, okay? Okay, super. Dort wartet nämlich schon dein Blind Date. Ich bin der Matze, bin 30 Jahre alt, komme aus Würzburg und ich hoffe, ich lerne heute eine nette Frau kennen. Meine Traumfrau soll vielleicht so ähnliche Interessen haben wie ich. Nach der Arbeit, um mal Ausgleich zu haben, gehe ich gerne joggen, gehe schwimmen oder Fahrrad fahren. Ich hoffe drauf, dass erstmal einen guten Eindruck macht. Auf dem Weg wird es so Hinweise geben, die Matthias dir so ein bisschen beschreiben. Aber du wirst ihn nicht sehen. Matthias sieht dich aber, und zwar über diese Cam. Du kannst ihm kurz mal winken. Hi. Hi. Und am Ende, am Flughafen, musst du dich entscheiden. Entweder du nimmst 500 Euro bar oder du fliegst mit Matthias in den Blind Date Traumurlaub. Okay. Blond ist auf jeden Fall mein Typ, ja. Hab ein hübsches Lächeln. Seit wann bist du denn Single, wenn ich frage? Mein Leben lang. Echt? Ich bin erst 22. Also. 22? Ja, perfekt, ja. Große Liebe war noch nicht dabei. Die große Liebe noch nicht? Nee. Aber die kleine Liebe ab und zu mal, oder? Jeder war doch schon mal verliebt, oder? Ja, Logo, krass. Und dann machst du bei Beach oder Bar, das finde ich cool. Bist du gerne unterwegs oder hast du auch gerne mal einen Abend zu Hause auf der Couch? Das Barleben zelebriere ich ganz gern, ja? Aber sobald es um Clubs oder Discos geht, nee, danke. Oh, echt? Gar nicht? Ach, krass, okay. Ja, schon mal gut. Was wäre toll, was der Mann mitbringt? Definitiv Humor, auch über meine Witze zu lachen. Lässt sich arrangieren? Du studierst Jura, ne? Ja, oder? Genau, ich studiere Jura. Was wäre denn für dich so ein absolutes No-Go? Definitiv das Gesichtstattoo. Gesichtstattoo? Ja. Ich habe kein Tattoo, nein. Hast du eins? Nee. Ich? Auch noch nicht. Aber nicht. Aber gehst du auch mal auf Jungs zu, die dir gefallen, oder wartest du, dass der erste Schritt kommt? Eher so mehr den Gentleman, wenn der Mann dann den ersten Schritt macht. Ja? Mhm. Finde ich aber auch okay. An die Brille steht das sehr gut. Ja. Was wäre denn jetzt so optisch No-Go-Klamotten? Eben wirklich so in die Richtung Hipster. Also manchmal denke ich dann echt, das ist das Shirt von der Oma aus dem Kleiderschrank. Ich stelle mir deine Oma super vor. Also eher der Schicke. Also schick nicht, aber der adrette Typ. Dann genau, lieber Typ Polohemd als Typ löchriges T-Shirt. Genau, ja. Also nein. Sag doch gleich, wenn er sich so kleiden würde wie ich, wäre es jetzt nicht so das Traumdate. Ist ja okay. Ja. Na, ist okay. Lass es ruhig raus. Okay. Fahr mal bitte ran, du steigst bitte auf. Alles gut. Wie waren deine bisherigen ersten Dates? Von, keine Ahnung, in eine Bar gehen und gemütlich was trinken oder... Standard. Rudern oder segeln. Was? Rudern? Also ich finde, Rudern ist schon ein intimes erstes Date. Weil du bist ja zu zweit auf... Ach, was rede ich? Du triffst jetzt gleich vielleicht einen Typen, mit dem du in den Urlaub fliegst. Ich zeig dir jetzt mal ein paar Videos. Und... dann kannst du die mal angucken und mir dann sagen, was du davon hältst. Ja, der Matze. Ja, 1,87 groß, dunkelblondes Haar. Ja, so ein Surfer-Typ eben, ne? Also er achtet sehr auf sein Äußeres. Ja, Fitnessstudio geht er gerne und ja, also ist schon ein hübscher Mann. Das klingt immer gut von einem Kumpel. 1,87 groß, Surfer-Typ. Ja, spricht ja eigentlich nur für ihn. Also Surfer-Typ, ja? Sunny Boy, geht in die Richtung. Magst du? Ja, ja? Definitiv. Ja, könnte man. Ja, okay, ist ja schon mal ein Pluspunkt. Mhm. Was haben wir denn noch? Also der Matze mag eine Frau, die lustig ist, die gerne lacht, die abends spontan mit ihnen einfach mal was Gutes essen geht, die ein riesengroßes Herz hat und auch mal ihnen sagt, wo der Hammer hängt. Wo der Hammer hängt. Ja. Ist was Wahres dran, ja? Hört sich echt sympathisch an, eigentlich. Ich gebe dir noch ein bisschen was an die Hand, dass du ihn noch besser kennenlernst, würde ich sagen, oder? Okay, ja, bitte. Und zwar der Lieblingssong. Atme tief durch. Ich hoffe mal, die sagt jetzt nichts, was Negatives. Ich sage einfach, das kann man hören, ja. Sie sagt, dass sie nur mich in ihrem Herzen trägt.
und redet schon von Liebe nach dem ersten Date. Du weißt, ich bin in meinem Modus und das heißt für dich. Heute Nacht sind wir zusammen, doch ich bleibe nicht. Casanova, Casanova. Sie weiß, sie hat was Besseres als mich verdient. Auf Kokain und Jackie Cola. Sie ballert einen Lein und sie ist frisch verliebt. Okay. Ja. Erster Eindruck? Ja, nicht so ganz meins. Ich finde die Lyrics jetzt nicht passend, um ein erstes Bild zu vermitteln. Will er was damit sagen? Oder hat in Wirklichkeit gar nichts damit gemeint, sondern einfach nur den Song gut gefunden? Ich hoffe Zweiteres, ehrlich gesagt. Interessant. Interessant finde ich einen, genau. einen guten Begriff. Das ist nur das, was ich momentan gern höre, ja. Von der Melodie her. Ich achte nicht so arg auf den Text, einfach die Melodie ist mir wichtiger. Also jetzt nach den Videos und nach dem Song. Beach oder Baris, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest? Also nach dem Song jetzt eher Baris und vor allem nach den Videos eher Beach. Also oh, okay. Also noch Beach oder Baris im Kopf? Noch Beach oder Baris im Kopf, ja. Okay. Sind eh bald am Flughafen, noch 23 Kilometer entfernt zum Blind Date. Okay. Ich würde gleich mal mit dir den Koffercheck machen. Okay, das wäre nämlich der nächste Hinweis. Also ich würde dir den gepackten Koffer von Matthias zeigen. Mhm. Und dann kriegst du mal ein Bild, so wie er sich anzieht und was er für ein Klamottentyp ist. Eigentlich nichts Besonderes, einfach das, was ich auch im Urlaub wirklich auch brauche. So ein, zwei Badehosen, Sportklamotten. Hier, 500 Meter Parkplatz. Bist du bereit? Ich bin bereit. Koffer. Komm, wir gehen zur Bank, oder? Ja. Okay, es ist wirklich spannend. Normal. Es sieht normal aus. Oh. Er kann hinkommen. 47? Ist auf jeden Fall. Ich habe 44,5. Okay. Cappy? Cappy? Mal, ne, mit diesen. Die tragen das so Hose und Shirt und so ein Zeug an. Ne? Das müsste dir ja eigentlich gefallen als Jurastudentin mit dem Polohemd. Finde ich top. Genau. ja, also voll okay. Voll okay? Voll okay. Also keine No-Go-Sachen. Vielleicht doch in Urlaub fahren? Gleich doch in Urlaub lassen. Fahren? Ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter, weil jetzt kommt eigentlich der spannendste Moment, weil du darfst ihn anrufen. Hast du dir schon überlegt, was du ihn fragen wirst? Jetzt so beruflich oder so, würde mich jetzt echt auch noch interessieren. Vielleicht wie sein erstes Date aussehen würde, so in die Richtung? Ich weiß noch gar nicht, nee. Also muss schon wegen spontan rüberkommen, ja. Tabata, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Oh, danke schön. Der Matze, hallo. Hallo, spreche ich mit Matthias? Ja, hier ist der Matze. Servus, ich bin's, Basti, hi. Hi. Ich übergebe dich jetzt an Tabata und die hat 30 Sekunden, um mit dir zu sprechen. Dann lege ich auf. Großzüge 30 Sekunden, bitte. Tabata, ab jetzt. Hallo Matthias. Hi. Ich wollte mal fragen, sag mal, was machst du eigentlich so beruflich? Also ich bin Kaufmann für Bürokommunikation, habe bei der IHK einen Wirtschaftsfachwirt gemacht und arbeite in Schweinfurt bei der Agentur für Arbeit. Okay. Bin fürs Kindergeld zuständig, ja, fürs zwischen- und überstaatliche Recht. Vielleicht sagt es dir ja was. Okay. Wie wird dein erstes Date aussehen? Zwei Worte. Ich habe dich leider nicht verstanden. Wie würde dein erstes Date aussehen? So. Zwei Worte. Ich hatte eine Frage gestellt, ich habe es leider nicht akustisch verstanden. Tja. Nein. Schilder mal deinen ersten Eindruck. Also er hat halt ziemlich ausgeholt, was den Beruf betrifft. Dadurch habt ihr halt unfassbar viel wichtige Zeit verloren. Ich wollte ihn aber auch nicht unterbrechen. Er war gerade so im Redefluss. Das wäre auch unhöflich. Hört sich echt sympathisch an, aber ich weiß es nicht. Stimme ist sympathisch. Stimme ist sympathisch. Aber ja, vielleicht doch so in die Richtung Franke? Ja, er ist Franke. Ja, doch. Nicht so in die Richtung, definitiv. Er ist Franke. Okay. Die 30 Sekunden habt ihr so semi-optimal genutzt. Hätten wir besser nutzen können. Wir sind genau 5,3 Kilometer vom Ziel entfernt. Ja, es geht so ein Hoch und Tief. Also mit dem Lied hat er sich eigentlich wirklich ernst ausgeschossen. Die Pluspunkte, er hört sich super sympathisch an, hat auch was Vernünftiges gemacht. Also anständig, hört sich auf jeden Fall gut an. Ihr macht es mir auch echt nicht leicht. Puh, aber ich bin echt, ohne Witz, ich bin immer nervös. Ich bin auch gerade echt nervös. Tabata. Jetzt sind wir hier am Flughafen. Ja. Matthias steht
geschätzt 50 Meter von uns entfernt. Ihr könnt euch aber noch nicht sehen. Jetzt bin ich schon langsam, ja, nervös, ja. Ich muss dir jetzt die entscheidende Frage stellen. 500 Euro Cash oder du fliegst mit dem Blind Date in einen Traumurlaub. Ich hoffe, sie steigt später aus dem Auto aus, ja. Dass wir dann in den Urlaub fahren, ja, das hoffe ich, ja. Sie soll nicht aufs Geld schauen, ja. Okay, hat es mir echt nicht leicht gemacht und ich bin echt super hin und her gerissen. Ich würde sie schon gern kennenlernen. Ich weiß nicht, ob das so gut passen würde im Urlaub und deswegen eher die Entscheidung. Tut mir echt leid, Matthias. Aber ich glaube, ich nehme echt das Cash. Ist voll süß, dass du gerade in die Kamera sprichst zu ihm, aber der hört es ja nicht. Der erfährt es jetzt von mir. Und du übergibst mir den schwierigsten Job. Tut mir leid. Okay, Entscheidung steht. Du nimmst 500 Euro Cash. Ja. Und verzichtest auf den Traumurlaub. Okay. Das ist jetzt der schwierigste Moment für mich, ihm zu sagen, dass du Cash genommen hast. Das, ready? Go. Oh. Es sieht echt gut aus. Hey, Sebastian, ich glaube, ich habe mich echt umentschieden. Geht nicht. Geht nicht mehr? Nee. Ach, schade, jetzt hätte ich mich umentschieden. Ja, nee, das geht nicht. Schade. Servus. Sie hat sich leider für die Kohle entschieden. Es tut mir echt leid. Sorry. Ich bin okay. Echt ein Hübscher. Ciao. Aber ich glaube, es hätte nicht geklappt. Nee. Ich hätte es mir gut vorstellen können, ja, in Urlaub zu fahren, aber sie wollte ja lieber das Geld haben. Das ist ja das, was ich höre. Also ich muss jetzt nicht was aussuchen, was jemand anderes hören will. Ich höre das, was ich hören möchte. Und wenn es jemand anders nicht gefällt, dann tut es mir leid, dann ist es mir egal, ja. Also irgendwann mal kommt die Richtige und die wird es dann akzeptieren oder nicht, ja. Okay. Okay. Dann kriegst du jetzt das Geld von mir. Mein Portemonnaie lässt die Korken knallen, los, mach es leer und schmeiß es in den Dreck. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib einen Scheck. Verwendungszweck, du. Bezahl mit meinem Leben, hab nichts Besseres zu tun. Ja, das Geld muss weg. Dann bring ich dich jetzt in die Stadt? Ja. Okay.